Ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Sons of the Forest. Und Virgie steht Wache hier unten, während wir versuchen, ein bisschen was zu trinken zu organisieren. Genau, da ist aber jetzt gerade einer... Oh, hast du wieder Bärchen für mich? Sie ist so nett. Nein. Du kriegst immer, du wirst immer gefüttert von ihr. Ich nicht. Ja. Ich finde das gemein. Meine beste Freund. Mhm. Oh, hier ist Collage. Ja, ja. Virgie, komm mal mit. Virgie, du hast hier was... Schließ dir mal zusammen. Der will sich wahrscheinlich auch nur die Füße waschen. Mäuschen, bleib dort. Ja, ja, du brauchst jetzt nicht schimpfen. Oh, sie kommt schon angerannt. Nee, sie hat sich hingesetzt. Okay. Ich glaube, sie möchte das beobachten. Ja, ja, tschüss, Kollege. Nicht angreifen und dann jammern, sondern, ne? Wird sie zu spät. Er ist schon hier. Der ist schon durch, ja. So, jetzt wollten wir so eine Fischhäuse bauen, ne? Du hast gesagt, wir müssen das da reinbauen. War zumindest so im Plan. So, dann schauen wir mal, wie das hier funktionieren könnte. Ich muss hier mal eben durchblättern alles. Die war ja irgendwo hier drin. Die frisst jetzt tatsächlich die Möwe an der Leiche. Das ist ja... Naja, die müssen ja irgendwo... Oh, Virgie badet. Alter, was? Schau mal, die wäscht sich. Na, das ist doch schön. So, dann machen wir... Hier gibt es zwar keine Fische, ich sehe zumindest keine, aber man kann es ja mal probieren. So, hast du ein paar Sticks dabei? Nein, ich habe gerade vorher alle meine Sticks oben ins Lager gemacht. Nicht wirklich, oder? Doch, natürlich. Oh, Mensch. na gut. Dann, aber es sollte ja nicht so schwer sein, hier Sticks zu bekommen, also. Naja, im Schnee schon. Aber ich gehe hier mal da hoch. Ja, wir könnten ja Kelvin auch sagen, dass der Fische holen soll, aber... Der Kelvin ist uns zu schade dafür. Ist da nur... Ein Stock tatsächlich. Das ist ja, Komm schon, ich hol mit. Ist ja jetzt nicht so dumm, ne? Wie viel brauchst du denn eigentlich? Hab ich gleich zusammen. Einen noch, glaube ich. Genau, hab schon. Alles gut. Hier liegt noch ein Stamm. Von mir, anscheinend. Schnapp ihn dir. Von alten Zeiten. So. Zack, zack, zack. So, dann kommt alle reingeschwommen, ihr kleinen Fischis. Und wenn das funktioniert, ja, dann bauen wir noch da 20 Stück rein. Dann sollte das Essen auch kein Problem sein, glaube ich, ne? So, ich würde dann auch gern erstmal den zweiten Turm fertig bauen. Rennst du hin? Musst du folgen? Ja. Ich muss natürlich mitfolgen, ne? Wenn das so ist. Aber anscheinend jetzt doch nicht mehr. Die verarscht uns doch. Nach Virgie, Strich du verarscht Faden. Uns doch. Virgie macht das nicht mit uns. Virgie, willst du was zeigen? Ich glaube nicht. Nee. Ist die nicht friert, hä? Naja, die hat ja was zum Anziehen. Ach je, Virgie, Virgie. Nö, komm, wir gehen hacken. Ach ja. Die will halt einfach nicht. Will nicht. Und wer nicht will... Und wenn's nicht mag, dann mag's nicht, gell? Jo. Das ist einfach so. Ja, dann werden wir dann später auf jeden Fall noch hier... Hier ist noch ein Baumstamm. Oder sind die einfach da, wo das... Nee, das Tor. Nee, die sind da drüben. Irgendwo sind die drüber gehopst, ja. Naja, hier vorne zum Beispiel haben wir ja überhaupt gar keine Ja, Stacheln. Da muss ich dann noch ein paar reinbauen, ja. Definitiv. Aber jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen Holz. Das nützt euch nichts. Auch wenn es den Eingeborenen nicht schmeckt. Ja. Na, jetzt komm. Leben ist hart. Hart und? Ist das Leben einer Beutelratte. Ungerecht. Ungerecht auf jeden Fall, ja. Das stimmt. So, ach, das gab nur Sticks hier, okay. Oh, jetzt ja, hauen die alle ab. Die kleinen Bäumchen kannst du lassen.
Die kullern ja schon freiwillig den Berg runter. Du bist wieder fürs Einsammeln zuständig, ich sammle hier wie ein Verrückter. Oh, falsch rum. Gut. Das gestaltet sich gar nicht so einfach mit dem Einsammeln. Komm jetzt. Hacken will er nicht, einsammeln will er nicht. Nichts will er. Du willst immer nur bauen, 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 weißt du? Naja, das Fertigding da aufstellen, das hat ja jetzt nicht so viel mit Bauen zu tun. So. Hier ist was los, ey. Georgie, grüß dich. Pass schön auf uns auf, ja? Du weißt, wir sind ängstlich. Ja, ich vor allen Dingen. Zack und zack und zack. Ja, Virgi hält schön Wache, das ist gut. Die hat die Knarre. Die hat die, du hast ja jetzt auch wieder einen. Du hattest ja in der letzten Folge, oder vorletzten Folge, ja, hattest du ja was geholt. Ja, habe ich mir meine wieder geholt, ja. Aber ich war immerhin so lieb und habe ihr gleich meine Knarre gegeben, ja? Also, ja, richtig, richtig. Das hast du gut gemacht. Hätte seine nicht hergegeben. Im Leben. Das muss man ganz klar sagen. Gib doch einer Frau keine Waffe in die Hand. Bist du verrückt? Nee, das geht nicht. So. Und ich dachte mir, hey, die hat drei Hände. Machst du alle platt? Auf jeden Fall. So, ich würde ja gern runtergehen, schon mal Häufchen bauen. Nein. Da unten. Nein. Ich sag's ja nur. Dann geh ich runter. Wie geht's denn? Baum du kannst, ich aber noch. Ja, dann geh du runter, ja. Nicht auf meinen Kopf, bitte. Nicht auf meinen Kopf. Ich dachte, da kommt gerade einer, aber das war Virgie. Das wird nicht lang dauern, da kommen die wieder hier. Dann geh ich schnell. Tschüss. Geh mal schnell, ja. Ich schick dir was hinterher. Du musst den Kopf einziehen, wenn du unten bist, ne? Virgie, was hast denn du da? Willst du mir was geben? Du willst auch mitsammeln? Du bist ja herzallerliebst. Hat sie dir einen Baumstamm gegeben? Moin, ist er nett. Naja, ein Baumstamm nicht, so ein Stock. Stockgel. Kleines Stückchen. Virgie, schön aufpassen. Ich habe hier noch zu tun, ja? So. Du kleine Virgie. Gut, das Zeug überall liegt ja. Das ist ja echt irre. Früher konnte man mit den Zeitbomben konnte man sehr gut Wälder und Holz fällen. Kannst du ganze Waldstriche platt machen. Jetzt ist ganz schön weit zum Laufen zu unserem Türmchen hier, ne? Sag ich dir bloß mal. Genau, aber der Turm muss natürlich gebaut werden, weil mich nervt schon allein diese Anzeige unten immer, wenn da steht, du musst das noch sammeln, du musst dieses noch sammeln. Aber so einen Winter kann man ja gut nutzen, um das ein bisschen hier zu bauen. Ja. Wir werden auf jeden Fall auch nochmal so eine kleine Tour machen. Mal gucken, was man so alles findet hier nach dem Update. Naja, im Winter ist halt auch mit Bärchen und sowas eher schlecht. Ja, stimmt, ja. Also. Ich habe auch nicht mehr im Kopf, wie viele Tage wir eingestellt haben. Wie viele Tage so ein Jahr dauert. Könnte man das überhaupt das einstellen? Ich glaube schon, oder? Weiß ich nicht, ob man das einstellen konnte. Ob du das jetzt nicht verwechselst mit No One Survive, da konnte man es nämlich einstellen. Okay. Und da haben wir 10 Tage eingestellt, das weiß ich noch, pro Jahreszeit. Aber hier weiß ich es jetzt gerade nicht, ehrlich gesagt. Okay. Wenn, dann hast du es in Eigenregie gemacht. Also wie immer. Genau. Jo. Olli macht ja gerne auch Sachen, die ich gar nicht mitbekomme. Und danach fragt er mich, wie war denn das? Puh, keine Ahnung, hast du doch gemacht. Woher soll ich denn das wissen? Ja. Oh, wird hier eine Streife? Ja, die soll dich da schön beschützen. Ach nee, du bist gar nicht. Ich bin schon wieder da. Alles oben weg. Alles weg. Upsi. Ja, das ging recht flott. Naja, wenn man das zu zweit macht, dann ist halt echt, dann geht's halt zack, zack. Aber
Alleine ist man da echt Stunden beschäftigt. Ja. Wo tust du die denn hin? Ich würde hier gerne noch eine Treppe bauen. Wie wäre es, wenn wir erstmal den anderen Turm fertig bauen, weißt du? Ja. Das war mir jetzt 3 Jahre zu viel. So wollte ich das haben. Juhu. Wir schaffen das schon. Ja, wir schaffen das. Siehst du mal, wie schnell das hier geht, ne? Ja, bloß ich glaube ja tatsächlich, dass wir jetzt nicht genug Baumstämme haben wegen deiner Treppe. Nein, mach dir da keine Sorgen. Wir brauchen dann unten noch was als Gegenstück für die andere Seilrutsche. Okay. Noch ein paar Stämme, die werden wir uns aber unten holen, ne? Genau, unten am Strand, da wächst doch so viel Baum. Richtig, genau, nehmen wir die Strandbäume. Aha. Hier ist noch so ein, genau. Nee, die Morganit. Die Morganit? Warum magst du die nicht? Nee. Vielleicht braucht er 2 oder so. Komm, ich komm mal. Das sollten wir da hinkriegen. Daran soll es doch nicht scheitern. So ein Bäumchen noch, ein Baumstamm. Naja, ich hole. Mir hier mal ein Baumlager machen oder was hier so irgendwie. Du mit deinem einen Baumstamm, jetzt renne ich nochmal, weißt. Wieso nicht? Macht schon. Na und Bretter zählen für dich nicht. Nee. Das sind ja keine vollwertigen Baumstämme. Was denn jetzt noch? Ja, 2 Stück fehlen halt noch. Oh, boah, das hört ja nie auf. Kann halt nicht, ja. Das ist, du bist ein Vogel, ehrlich. Ein hungriger Vogel, der jetzt einen Fisch isst. Da lässt er mich aber auch allein laufen, gell? Da ist er so, eiskalt. Jetzt Schaut's gut aus, oder? Ja. Yeah. Genau. Und von da oben hätte ich halt gerne eine Seilrutsche runter. Zu Virgie? Oder von hier drüben. Warte mal, lass mich mal überlegen. Ich glaube, hier wäre es cleverer. Jetzt mal einfach da so ein Ding nochmal hinstellen, wie es hier steht, weißt du? Dass wir da direkt runter können, solange es hier noch keine Schildkrötenpanzer-Krams-Krams gibt. Und dann machen wir das mal hier hin. Hier ist cool. Und dann da unten eins hin. Das könnte ich ja mal direkt versuchen. Kommt wieder, da kommt schon wieder einer. Wieder? Hm. Die sollen uns doch in Ruhe lassen. Oder ist das Virgie? Das ist gerade sehr neblig und so. Ich sehe es gerade nicht so richtig. Okay. Nee, der hat nur 2 Arme. Ein 2-armiger. Verrückter. Der steht da und denkt sich, warum standen hier nicht mehr Bäume früher? Was machen die denn da? Ach, Virgie ist hier unten am Wasser. Virgie, reiß dich zusammen. Ach, da bist du. Okay. So. Da dingen da. Ich hoffe, das reicht. Die schießt ja, schon wieder rum. Ja, hinter dir läuft einer. Das ist doof. Jetzt. Na, siehste. Jetzt hat's. Das wird doch direkt mal getestet. Hey, Virgie. Hat sie schön rumgeballert. Oh ja, der liegt hier rum, ja. Am Strand liegt rum und sonnt sich. Bei dem Wetter, ne? Jetzt hätte er nichts anderes zu tun. Achso, ich kann ja mal gucken, aber ich glaube, in dem Fischding ist noch nichts drin, ne? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Doch. Oder? Ah, nee. Ich glaube nicht.
Nö. Naja. So, testen wir das mal. Oh, hier unten ist ganz schön was los. Tschüssikowski, Jungs. Ja, die betrauern da ihren Typen. Ach komm. Ja. So schlimm war es jetzt auch wieder nicht. Sag ich doch. Na, es scheint doch zu funktionieren. Hauptsache, die lassen das Ding jetzt noch ganz. Und alles ist schick. So. Bingo Bongo. Du bist schon wieder ein anderer Typ wie beim letzten Mal. Du auch? Ja. Mhm. Wer bin ich denn? Du siehst aus wie so ein Kolumbianer oder sowas. Oh. Cool. So. Hätten wir das auch geschafft. Könntest aber auch als Portugiese durchgehen. Vielleicht bin ich ja eine Portugiese. Ich weiß es nicht. So, ich muss mal was essen. Ja. Dann könnten wir schlafen. Oder? Nö, noch was? Nicht. Was? Nee, ist doch noch. Ah, nee, ist erst Mittag. Was machen wir denn heute? Schönes Wetter. Ja, wir müssen auf jeden Fall Futter und so weiter, ne? Ja. Weiter Holz holen. Holz holen, Futter holen. Was wir alles müssen. Das bei dem Scheißwetter. Auf jeden Fall. Ich muss mal schauen. Okay. Findest du dir gerade deine Schuhe? Nee. Nö. Nee, ich bin nur am Überlegen, auf welche Taste ich die Knarre gelegt habe. Genau. Okay, alles gut, alles gut. Da wollte ich nur schauen. Tja, wir brauchen Essen. Wollen oder nicht. Oh, Kelvin. Moin. Ja, was kann ich für dich tun? Essen fertig? Kannst du den nicht mal Fische holen lassen gehen? Fische? Ja, aber halt da unten, ne? Das wäre halt ungünstig. Weil der ist sehr weit weg von uns. Nee, dafür gibt es ja die Fischreusen. Das passt schon. Wir müssen sie dann nur leer machen gehen. Und da ist aber noch nichts drin, oder? Nee, da war noch nichts drin. Also der, pass auf, da ist so ein Typ, oder? Ja. Okay. Nee, das ist Virgie. Das ist Virgie. Die hat hier alles geklärt. Die hat alles geklärt hier. Wo sind die Häuser da? Da ist halt zwar ein Fischsymbol, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Kann ich dir nicht sagen. Und der sitzt da und betrauert seinen anderen Typen. Oh, jetzt kriegen wir auf den Sack. Kriegen wir? Ja, die kommen ganz... Oh, er zieht schon seine Waffen. Der Waffenbruder. Dann gehe ich wieder. Virgie, tschüss. Du regelst das. Du hast die Knarre. Platz da. Ui. Kuckuck. Naja, so kann man zumindest mal schnell flüchten. Komm, wir gehen noch ein bisschen Holz organisieren. Hast du auch so viele Anzeigen da unten gerade? Im Moment gar nicht mehr. Wieso? Was also ich habe lustigerweise da, wo die Virgie, die hat doch von uns den, ja? Den GPS bekommen. Den grünen. Genau. Und den habe ich ungefähr 8-mal. 9, 10, 12-mal da unten. Das ist nicht gut. Den habe ich nur 1-mal. Oh, okay. Da gibt es wohl noch ein paar Bugs. So, warte mal, lass mich ja. Ich mache das Ding schnell leer hier. Das werde ich mal... Ach komm, ich verbaue den Kram schnell. Elvin, musst du mich immer so erschrecken? Crazy Typ, ey. So. Tja, unser Bungalow muss ja auch mal irgendwann ein bisschen wenigstens fertig werden. Also noch fühle ich mich nicht sehr heimisch. Nein, ich auch nicht. Nein, das ist halt alles noch sehr offen gestaltet, ne? So, gehen wir hoch, oder was? Da draußen rennt einer rum, Vorsicht. Wo willst du hin? Na, Holz holen. Ach, willst du weiter Holz holen, ja? Ja, müssen wir. Ach so. Das ist ja ganz schön langweilig. Ja, ich weiß. Tut mir leid. Aber das gehört dazu. Es gehört dazu, ja? Jo. Warum sehe ich das Ding nicht? Es gehört leider mit dazu. Dann wie gehabt, oder? Ich hack, du. Mhm. Ist das ganz schön staubig. Na, Virgie ist auch mit hier.
Die schießt hoffentlich alle ab. Zumindest die erstmal, die angreifen. Oh, boah, jetzt hätte ich beinahe auf sie gehauen. Du stehst ein bisschen zu nah, weißt du? Hauptsache, sie hat es verstanden. Nicht, dass man ihre aus Versehen in Scheitel ziehen. Aber es gibt ja Möglichkeiten, dass man die tatsächlich wiederholen kann. Durch die Bearbeitung des Safe Games. Hallo. Hier wird geschrien. Auf hier rumzuschreien. Ja, wir haben Personenschutz dabei. Reggie. Reggie, mach was. Bitte mir nicht auf den Kopf werfen, die Dinger. Wenn es möglich wäre. Reggie, kommst du bitte hierher zu uns? Ja. Das Blöde ist ja immer, dass ich die gar nicht sehe. Weißt du, da hackst du Holz und auf einmal springt dich einer von hinten an. Ja. Ich mag das nicht. Ich auch nicht wirklich. Aber ich glaube, da fragen die nicht. Naja, wir haben ja notfalls... Was bringst du? Was hast denn du da in der Hand? Aloe Vera. Na, immerhin. Gibst du es mir? Krieg ich's bitte? Kann ich's bitte haben? Betteln tut man nicht. Ja. Ist da einer? Irgendwo ist einer. Oh. Okay, das war ein bisschen... Das war ein bisschen zu nah, oder? Na, Virgie kommt schon. Naja, ich hab ihn schon erledigt. Aber einmal hat er mich ja doch zum Kack, gell? Mhm. Ja, oh, hier stell dich mal einer. Hinter mich. Achtung, hier kommt noch einer. Machst du den? Ich denke. So. Jetzt erwischt mich. Du kannst gehen, wenn du willst. Ich werde dich nicht zerhacken, mein Freund. Aber du musst auch wirklich gehen. Ich zerhack dich schon. Ja, also hör dir das an. Die Frau ist wesentlich brutaler als ich. Und hinter mir steht Virgie, ne? Auch noch. Oh, jetzt hat er sich aufgerafft. Ich hoffe, er haut ab. Geh weg. Du, ich sag's dir nur ungern. Geh, ja, du hast recht, da ist einer. Virgie zeigt ganz aufgeregt auf ihn. Na, ich hoffe, dass sie mehr tut, als nur zeigen. Im Augenblick zeigt sie nur. Naja. Sie wird schon wissen, was sie tut. Das hoffe ich mal, ja. Na, Junge, Junge, da kommt der Nächste angesprungen. Sowas, sowas. Würdest du nicht mehr hinterherlaufen? Du musst ihn töten. Muss ja nicht, aber guck mal, da kommt... Ja. Trotz mir aber gerissen. Virgie, hinter dir, hinter dir, hinter dir. Oh. Blöd. Ich kann sie schlecht schützen. Ich kann sie auch nicht schützen. Du hast keine Arme mehr, mein Freund. Ich helfe ihr mal. Ja. Okay. Ich hätte ein Leben gelassen, Virgie, aber das ist ja dein Ding. Ja, ja. Gut. Da hinten steht noch einer, ne? Das ist. Ja. Der kommt schon. Boah, direkt auf dich draufgehauen. Virgie! Virgie, komm! Schieß! Danke! Oh je, der hat mich gut erwischt, der Bruder. Ja. Aber sie ist schon eine coole Socke auch, ne? Ja. Aber siehst du, der hat sie umgehauen, danach hat sie keinen Spaß mehr verstanden, gell? Ja, stimmt, ja. Ist aufgestanden, batz, weg mit dir. Ah,
So, also wir hätten Gnade walten lassen, okay. Ja, Virgi nicht, okay. Aber gut, das ist ja Virgis Entscheidung, ne? Die ist kann ja man eine, da auch dranhängen? Eine erwachsene dreibeinige, nee, leider nicht. Nein, die kann man nicht dranhängen, naja. So, gehen wir mal weiter bauen unten, oder? Nimmst du auch einen Toten mit, bitte? Ja, der draußen, das Feuer brennt ja, glaube ich, nicht, oder? Hm? Ja, aber ich, trotzdem, wir brauchen Knochen, weil ich hätte schon gern mal so einen Kronleuchter drin und so, weißt du? Ach so. Hier ist das Zeichen, dass es nicht geht. Aha. Ach so, geht's nach außen auf. Na gut. Aber es schneit nicht mehr, also wir könnten das Feuer theoretisch wieder anmachen, weißt du? Probieren. Ich habe die Tür jetzt mal offen gelassen. Ich weiß nicht, wegen Virgie. Oh, ich hätte ja schon gern, dass sie mal wieder reinkommt. Tja. Ja, aber das ist halt blöd, ne? Hm, wo ist sie denn? Keine Ahnung. Holst du noch ein paar Tote von da oben, oder? Ach so, ja. Weil ich hätte gerne einen Kronleuchter, weißt du? Ah ja, Knochen haben wir genug. Köpfe auch? Ja, ja. Gehe ich von aus. Warum habe ich dann keinen Kronleuchter eigentlich? Weil ich ja nicht, ne, an 24 Orten gleichzeitig bauen kann. Ich lasse mal die Tür auf ein bisschen. Ja, danke. Die kommt auch schon. Weil, ja, ja, genau. So, jetzt ist sie gleich drin, jetzt kannst du gleich wieder zumachen. Warte, warte, ich komme auch noch, Moment. Dann mach du sie zu, die Tür. So, hab ich gemacht. Du hast die jetzt hier mal ein paar? Ja. Was ist denn Kevin eigentlich? Der ist doch bestimmt da drin und... Ja, genau. Faule Socke, du, ehrlich. Keine Ahnung, wo der ist. Ne, hier drin ist er halt. So, ich wollte ja so ein Teil noch nicht hinbauen, weil es zu groß ist. Aber ich kann mal versuchen, hier oben eins hinzubauen. Kannst du hier an das Feuer vielleicht mal so ein paar Stühle hinbauen? Mathe? Weil Virgie muss immer im Schnee sitzen. Es tut mir schon leid, weißt du? Stühle? Ja. Wo ist denn hier ein Feuer? Das ist hier draußen, oder was? Ja. Achso, ja, warte mal, lass uns erstmal aufräumen, schnell hier. So rum. Ups. Dann mal kurz hier hin. Kann keine Schädel mehr tragen. So. Dann bring mal einen hoch da. Hier über der Treppe im Haus hängt eine Lampe. Und da könntest du das dahin. Kannst du das dahin machen? Ach, da hängt die. Okay, fehlen aber immer noch welche. Huch. Köpfe? Kann davon einfach nicht so viel. Ja, ja. Wie? Dann schaue ich gleich, warte. Schauen wir mal. Na, ich hab noch welche über, ich suche es nicht. Ach so. Vier Knochenfälle. Da müssten genug drin sein, ja. Ja, natürlich. Virgi, warum? Warum? Was, warum? Warum legt die sich jetzt da zwischen die beiden Wände? Oh, wunderschön. Wir haben eine Lampe. Na, siehst du. Immerhin. Sie hängt zwar etwas schief, aber schief ist Englisch? Ja, schief ist sie tatsächlich, habe ich mir auch gerade gedacht. Naja, gut, also. So schlecht finde ich das jetzt nicht. Nee, das können wir nicht bringen. Das Problem ist halt nur, ich werde jetzt die ganzen Knochen verlieren. Naja, verlieren nicht, die fallen halt alle runter. Ich kann ja wiederkommen. Ja, bist du da? Und mit aufsammeln? Nein. Ach so. Ich habe gesagt, ich kann wiederkommen. Nicht, ich bin da. Das ist was anderes. Okay. Ja, Kelvin, setz dich ein bisschen hin. Ja, ist anstrengend, anstrengend. Ich bin da. Du hast sie in der Hand. Ach, schau mal an. Das ist ja toll. Ja. Virgi, ja, was ist? Komm, kein Stress, bitte, kein Stress. Das ist ja cool. Ich habe ihm schon gesagt, er soll den Stuhl bauen. Wenn er das nicht macht, kann ich auch nichts dafür. Sie hat mich so angeschaut. Ich wollte es ihr nur noch mal sagen, dass ich hier bereits gesagt habe. Jetzt sitzt sie hier oben, ja? Also sie braucht gar keinen Stuhl. Ach ja, aber die muss immer am Boden sitzen. Das ist doch doof. Die hat genug Stühle.
Aber warte, ich brauche ihr gleich eine Bank. Moment. So. Immerhin schießt sie für uns doch die Leute tot, ja? Das ist richtig. Wo hat sie eigentlich die Turnschuhe her? Die habe ich ihr aber nicht gegeben. Ich weiß nicht. Ich habe ihr bloß das Anziehzeug gegeben. Waren da Turnschuhe mit dabei? Ja? Ist das so? Vielleicht. Sagt mal in den Kommentaren, dass bei euch, wenn ihr Virgil was zu anziehen gibt, waren da auch Schuhe dabei? Ich dachte, die war die ganze Zeit barfuß. Das ist eine gute Frage. Ich werde die mal hier hinbauen, die Bank einfach so ein bisschen nah ans Feuer. Oh ja, das ist ja schön. Da möchte ich jetzt auch gern sitzen. Dann bitteschön. Ja, irgendwie hat er dann. Ja. Geht das echt nicht an hier? Doch, das war doch an. Hört bei mir nicht. Jetzt regnet es ja, jetzt schneit es ja auch wieder. Aber ich habe ja die anderen, habe ich ja da drauf verbrannt, also. Ach so, ach ja, stimmt, da war ja was. Ja. Oh, ja, Virgil ja, kommt angerannt, die erfreut sich gleich der Bank. Oh, dann mache ich gleich Platz. Ja. Schau mal, Virgil, schau mal. Schau mal, was ich für dich organisiert habe hier. So eine tolle Bank. Hm? Ja, findet sie cool, gell? Die findet das auf jeden Fall cool. Die findet das cool. Kannst du dich mal hinsetzen? Naja. Hm. Huch. Bist du jetzt gestolpert oder? Irgendwie. Aber wachsen. Du brauchst dich nicht in Schnee. Schau mal, da ist eine Bank. Du musst nicht hier unten sitzen. Kevin! Ach komm. Unsere NPCs, die sind schon etwas ganz aber Besonderes. Die machen das irgendwie auch lustig, finde ich, ja. Also. Ja. Vorher hat man sich ja. Also bei Forest 1 hat man ja wirklich Überlebenskampf. Jetzt ist es halt irgendwie alles lustig, weiß ich. Keine Ahnung. Hier ist lustig. So. Hier werden wir gleich ein Fensterchen reinbauen. Oh. Hey, Ruhe da draußen. Ui, ui. Ich muss mal rausgehen, schauen. Was da los ist? Oh, das reicht ja eigentlich. Dafür haben wir ja jetzt, ne? Aussichtstürme. Aussichtstürme. Sehr, sehr cool. Virgil, mach was. Oh, bist aber jetzt geht's brutal los hier, du. Ach, da bist du, okay. Kommt die auch da hoch? Nee. Nee. Ja, ich muss dann gleich noch draußen verstärken, wirklich. Also, muss da mehr Teile ranbauen. Würde ich ja gerne. Habe ich nicht auch einen Pfeil und Bogen gehabt? Jetzt ist das. Ach so, okay. Ach, Virgil macht das schon. Oh, der ist hier drin. Schau mal am Strand. Der ist hier drin. Ja, tatsächlich. Und am Strand ist so ein komisches. So kann ich natürlich nicht wissen, wenn du da gerade bist. Ja. Am Strand? Wo am Strand? Ja, da ist. Bei uns am Strand? Ja, warte. Virgil? Da ein Mutanti. Oh, so ein ekelhaftes Viech. Mhm. Ja, lass den da unten. Oder willst du den? Ich hab gar keinen Bogen mehr. Kein Pfeil mehr. Ach so. Nö, lass den mal da unten. Ja. Den habe ich gerade vom Turm aus gesehen. Okay. Wer liegt denn da unten tot? Ist das unser Kelvin? Nee, Kelvin ist bei uns irgendwo, oder? Ich hoffe doch, dass der bei uns ist. Also, warte mal. Aber da liegt ein Toter, oder? Kelvin ist bei uns, glaube ich. Ja, der steht hier drin. Unten, alles gut. Aber der da unten sieht nicht aus wie ein... Ja, die haben wahrscheinlich irgendwie. Der hat eine schwarze Hose an und so. Naja, gibt's ja auch, ja. Ist das hier? Das ist ein halbes, okay. Aber können wir das Viech nicht töten? Sehr schwer. Sehr schwer? Ja. Der ist nicht so lustig. Aber wenn der jetzt da unten stehen bleibt, dann müssen wir sowieso irgendwann früher oder später vorbei. Ja, oder? Spätestens wenn wir schlafen, sollte der weg sein. Bist du dir sicher? Ja, ich hoff's. Virgil, schau mal. Hast du sowas schon mal gesehen? Falls nicht,
Schieß. Ne, das ist, die sind tatsächlich rausgekommen, als wir die erste Höhle aufgemacht haben. Und jetzt hätte ich gern... Genau, das wollte ich so machen. Hallo? Was sagst du, Virgie? Machen wir die mal irgendwann platt, oder? Hm? Naja, wir könnten jetzt speichern und dann könntest du runterflitzen. Ich speichere mal. So, gespeichert habe ich. Warte mal schnell. Aber der ist halt nicht leicht, ne? Falls du den jetzt angreifen willst oder so. Ja, ich bin ja, ich habe ja gar keine Leben und so. Ich bin ja total am Arsch. Ich will den doch nicht angreifen. Ich will den aber auch nicht, ich finde den nicht lustig. Ja, lass mal ein bisschen Terrasse. Aber er bewegt sich halt auch nicht. Bloß der, der da unten liegt, das sieht nicht aus wie ein, wie einer von den, das sieht eher aus wie einer von unseren, weißt du? Mhm. Naja, was wir mit dem Tierchen... Hat er den aus der Höhle mitgebracht. Genau, was wir mit Flickflack Florian da unten machen werden, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und nachher werden wir mal schauen, was wir hier noch so Schönes machen können. Ja, ja? Auf jeden Fall. Abo und Like nicht vergessen. Und dann schauen wir mal. Tschüss. Ja, tschüss.